Hallo miteinander, ich bin der Attila und das ist die Copter School. Okay, dann klappt ja das jetzt mit dem Starten und Landen. Dann würde ich sagen, schauen wir das nächste Mal eine Übung an, wo wir Roll und Nick brauchen. Und da fangen wir eigentlich mit dem Nick zuerst an, so dass wir den Heli von uns wegbewegen gezielt. Dann eine kurze Schwebepause machen und langsam wieder zurückholen. Das wäre dann im Prinzip, wenn wir jetzt den Heli nehmen. Ihr startet nicht bei euch. Nach dem Starten sind wir in der Luft, dann schwebt ihr leicht vorne. Nick nach vorne geben, Nick hinten nehmen, den Heli wieder ausstabilisieren, schweben. Und dann kommen wir mit Nick hinten ganz langsam zurück. Kommen jetzt nicht frühzeitig abbremsen mit Nick nach vorne und wieder anstellen. Wichtig ist da, dass ihr den Nick nicht einfach hinten zieht, wie ihr das vielleicht von einem Spielzeugheli kennt oder von einem Multicopter. Weil sonst wird, solange auf dem Nick sind, der Heli sich weiter nach vorne bewegen und irgendein ist dann den Boden treffen. Wir wollen eigentlich nur einen Nick-Impuls geben, um den Heli anzustellen. Zyklisch. Er wird dann gegen vorne fliegen. Was aber auch durch die Schräglage des Heli einen leichten Abfall in der Höhe haben, weil er so weniger Auftrieb erzeugt. Also gebt ihr unter Umständen ein bisschen Pitch, um das zu kompensieren. Okay, der Heli soll nicht einfach schräg gestellt werden und richtig runtergehen, sondern schräg gestellt werden und mit ganz wenig Pitch, also ganz wenig, stabilisiert werden in der Höhe und dann fliegt er vorne. Wenn ihr vorne seid, oder eigentlich schon in der Mitte, nachdem wir den Heli beschleunigt haben, stellt ihn gerade, er wird immer noch gegen vorne fliegen. Und dann ändert er den Nick ein bisschen hinten. Das ist quasi ein Bremsmanöver. Und da, falls ihr zu schnell sind, braucht es auch wieder ein bisschen Positivpitch, um das Bremsmanöver einleiten. Aber sehr wenig. Ich rede hier von Mikrobewegungen auf der Steuerung. Ihr werdet es sehen nachher. Und sobald er steht, oder ein Mühe davor, stellt ihr den ganzen Heli so wieder gerade, dass er schwebt. Wenn ihr das nicht macht, ist er in der Schräglage, hat Positivpitch und kommt gerade retour. Am Anfang dürfte das wohl passieren, dann pendelt ihr das einfach aus. Also ihr geht vorne, hinten, bis ihr den Punkt habt, dass er eben steht. Nachdem ihr das könnt, mit dem Nick nach vorne und hinten und der Heli immer auf einer sicheren Distanz bleibt, dann macht ihr das Ganze mit Roll. Das heisst, das Heck schaut wieder zu euch und dann rollt ihr zum Beispiel nach links rüber. Bleibt dort ein bisschen. Rollen wieder retour nach rechts. Und das macht ihr vorteilhaft eher ein bisschen im weiteren Bereich, also nicht direkt bei euch hin. Weil wenn ihr zu nahe seid und auf die Seite rausgeht, werdet ihr auf die Seite vom Heli schauen. Es gibt so einen Effekt, das würdet ihr dann schon Seiten schweben. Und das wollen wir noch vermeiden. Also geht auch nicht zu weit raus, sondern bleibt eher so im Bereich von 3 Meter nach links, 3 Meter nach rechts. Tipptopp. Würde ich sagen, schauen wir uns das gerade mal an mit dem Heli. Ein Lab rauf. Schön da rauflaufen. Am Anfang nicht zu früh starten, lassen den Heli sich stabilisieren. Okay, und da geht es rauf. Schweben. Position behalten. Und das Heck schaut immer auf euch. Und dann langsam Nick haben. Führen fliegen, ganz langsam. Ihr seht, ich habe eigentlich im Prinzip möglichst wenig Schräglage. Ich bin jetzt hier leicht am Kompensieren, weil es doch relativ stark windet im Moment. Das heisst, wenn der Böe kommt, dann wird es den Heli aufschieben. Und in dem Moment brauche ich ein bisschen Negativ-Pitch. Also nicht unbedingt negativ, sondern weniger Pitch, muss ich sagen. Und jetzt komme ich langsam retour. Gerade stellen. Er hat immer noch Fahrt nach hinten. Und wieder schweben. Ich komme jetzt nicht so nahe zurück wie vorher, als ich gestartet bin, sondern bleibe eben das, was ich angetönt habe, ein bisschen im vorderen Bereich. Wieder führen. Hinteren nicken, anstellen, schweben. Und die Pausen sind wahnsinnig wichtig. Gebt euch die Pausen. Ja, dort lernt ihr eigentlich den Heli aussteuern, jetzt für den Anfang. Wenn ihr die Pausen bei den Schwebeübungen nicht macht, dann übt ihr nicht richtig und der Effekt wird nicht da sein. Okay, jetzt bevor wir hier zu fest nach rechts wegdriften, ein bisschen links rollen und wieder in die Mitte. So. Und wenn ihr euch mit dem sicher fühlt, dann fangen wir an mit den Übungen mit Roll. Das heisst, wir gehen ein bisschen führen. Es soll ungefähr ein Kreuz geben, oder?
Und von dort aus starten wir zum Beispiel nach rechts. Jetzt, wie gesagt, nicht zu weit. Belohnt es etwa bei 3 Meter. So. Schweben. Nach links kommen. Über die Mitte reinfliegen. Entscheiden, ob das Heck noch richtig steht. 3 Meter nach links. Jawohl. Schweben. Wieder nach rechts. Ihr seht, mit Roll einfach ein bisschen anstellen. Jetzt kommt Linksroll. Kurz bevor er steht, Rechtsroll. Er soll schweben. Da schiebt der Wind wieder ein bisschen auf und runter. Und dann gehen wir wieder nach links. Wichtig ist da, dass ihr bei dieser Übung die Geometrie einhaltet. Das heisst, ihr seid parallel zu euch, also gerade mit den Schultern fliegen. Dann wieder in der Mitte mal ein bisschen Pause machen. Und dann wieder wechseln. Langsam retour kommen. Fast bis zum Landeplatz. Und langsam wieder vorne gehen. Und das Ganze mit Nicken klüben. So. Und jetzt, damit ich auch noch zeige, was ich bei dieser Übung eigentlich nicht wegsehe, zeige ich auch noch das Verschieben. Das heisst, wenn der Heli schiebt, ihr wollt eigentlich retour kommen, aber er macht das. Er kommt ein bisschen retour, schiebt aber auch stark nach rechts. Das ist eine Diagonale. Das wollen wir nicht sehen. Wenn das passiert, dann den Heli in eine Schwebeposition bringen, parkieren, ein bisschen schweben und dann je nachdem Roll oder Nick geben, um wieder zurück auf den Ausgangspunkt zu kommen, dass er eben nicht das Ganze zu lang so mit Verschieben falsch übt. So. Nachdem wir das ein paar Mal geübt haben, haben wir eigentlich alles drin, was wir für ein Viereck brauchen und das schauen wir im nächsten Video an. Dann landen wir den Heli. Schön fixieren mit ganz wenig negativ oder null, je nachdem, was es braucht. Wenn es stark windet, dann könnt ihr ein bisschen mehr negativ geben, weil ein Aufwind auch am Boden den Heli immer noch zum Kippen bringen könnte. Und dann müsst ihr mit Roll oder Nick halt ein bisschen nachkorrigieren. Und ein bisschen Negativ-Pitch hilft eben dagegen, weil der Wind dann nicht so stark drunter blasen kann.